Hallihallo, willkommen zurück. In der letzten Folge hatten wir viel Dialog, Theory Crafting und haben noch einen Söldner rekrutiert. Ich habe in den Aufgaben kurz geblättert und habe gesehen, dass ich einige Nebenquests habe und die möchte ich jetzt auch angehen. Und ich soll jetzt im Prüfungsausschuss zurückkehren. Das ist eine Nebenquest, die ich schon länger drin habe und ich habe aber in der letzten Episode schon mit ihnen gesprochen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Nebenquest auch immer aktiv haben muss, damit ich sie abschließen kann. Welcome again. Once more, you have completed no great act since the farewell, adventurer. Okay, hat uns trotzdem für würdig empfunden, aber irgendwie wird die Quest nicht abgeschlossen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die Zauberin ist, die da gemeint ist, denn die grüne Zauberin ist nicht da. Den Hinweis darauf haben wir nicht. Wenn wir hier gucken, einer eurer Gefährten hat von seinen Erfahrungen profitiert. Kehrt zum Prüfungsausschuss zurück, damit er seinen Segen erhalten und neue Fertigkeiten lernen kann. Und ja, das haben wir ja schon bekommen. Also die haben alle ihren Segen erhalten. Und die Quest wird jetzt halt nicht abgeschlossen. Naja, gut. Halb so wild, dann ignorieren wir das und gucken mal, welche Quest wir jetzt verfolgen. Machen wir doch die jetzt. Unsere Zauber sind sauber. Seek the Trial for Roscoe's. Und ich bin mir nicht sicher, ob das schon vor dem Patch drin war oder ob das mit dem Patch kam. Aber man kann jetzt per Tastendruck zwischen den Chars wechseln. Und zwar überall, also auch im Inventar, im Gruppenbildschirm und vermutlich auch im Kampf. Das werden wir jetzt gleich testen. War aber etwas, was ich vermisst hatte. Vielleicht hatte ich es aber in der Steuerung übersehen. Ich hatte zumindest jetzt nochmal konkret drüber geschaut und hatte da gesehen, dass wir die Spieler wechseln können mit Tastendruck. Habe ich mir jetzt auf Maus 4 gelegt. Und ich hoffe, das geht im Kampf auch. Schauen wir mal. Alles Bequemlichkeiten, nichtsdestotrotz sind das natürlich Obligatorien. Kurzer Ausblick auf die nahe Zukunft. Ich habe festgestellt, dass ich in Steam viel zu wenig Reviews schreibe und habe jetzt 9 Reviews komplettiert, beziehungsweise 3 waren es noch. 6 habe ich schon komplettiert, 3 hatte ich jetzt auch noch am heutigen Tag geschrieben und eine 10. Review werde ich jetzt noch demnächst schreiben. Dann kann ich nämlich meine Gruppe in eine Kuratorengruppe verwandeln. Und wenn das soweit ist, werde ich euch den Link reinpacken. Wer Interesse hat, da auch meine textlichen Ergüsse über die diversen Spiele, die ich dann review, zu lesen, der ist da gerne eingeladen, sich das Ganze reinzuziehen. So, hier haben wir eine Sehenswürdigkeit. Das ist ja auch mal etwas schräg. Dass ich hier die Legende, wenn ich jetzt zum Beispiel hier per Maus aber drauf gehe, bekomme ich auch keine Info. Das gehört aber alles in Patches. So. Genau. Roscoe, ein Händler für magische Gegenstände, wurde vom Briganten aus seinem Geschäft vertrieben und wagt es nicht zurückzukehren. Er hat euch gebeten, euch sein Geschäft zu begeben und die Banditen dort zu töten. Dann sollt ihr eine magische Laterne aufstellen, um den Laden vor anderen Angreifern zu verstecken. Ich vermute, das ist oben irgendwo. Gibt halt auch keinen Hinweis drauf, wo das ist. Stechender Kopfschmerz. Besiegt die Skelettiere und beendet das Ritual. Ja, ich glaube, das ist das Ding, was, wo diese goldenen Gestalten sind. Ist das hier? Ein Tortugas Bad. Sucht nach allen Hinweisen darauf, wie man betrunken sprechen kann. Wir haben jetzt einen Baden und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Alk herzustellen. Gespräch mit Webdata Vater, ich glaube, dass der auf den Stannis-Inseln ist, weit im Norden. Genau, den Weg müssen wir finden, da müssen wir mit Betrunkenen sprechen. Ich will aber noch ein bisschen kämpfen auch. So, wir sollen ihm, genau, das machen wir. Der Heilige Weg. Er kann uns lernen, heilige Kräfte zu nutzen. Und das wird, glaube ich, sinnvoll werden für uns. Gucken wir mal, wo wir hin müssten. Ich kann nicht weiter rauszoomen, deswegen muss ich hier die Karte so verschieben. Genau, also sehen wir hier halt auch nicht. Das ist. Das prangere ich an. Das ist so ein Nachteil des Spiels. Ich kann auch nicht die Karte wechseln oder sowas. Okay. Den Hauptmann Backwith in Bailey Flachland. Ja. Müssen wir erstmal nach Bailey Flachland kommen. Dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal raus. Und ja, also der Patch hat noch nicht wirklich viel was hinsichtlich der Performance gebracht.
Also schade, aber gut. Sie hatten ja adressiert, dass der Patch dann nächste Woche dann noch weiter an der Performance schrauben soll. Hier konnte ich noch gar nichts machen. Auch keine einfachen Zahnräder hinten. Glänzt Loot, aber wir kommen nicht ran. So, schön ist, hier gibt es direkte Ausgänge. Und die nehmen wir jetzt einfach mal. Auch die Ladezeiten ist leider noch etwas, was von der technischen Seite her noch nicht sauber ist. Ich freue mich zumindest für diejenigen, die von den Bugs, die jetzt dadurch gefixt worden sein sollen, befreit sind. Ich hatte jetzt nur einmal einen Bug, das war während dem Kampf. Und da hing es so dermaßen, dass ich keine Aktion mehr ausführen konnte. Animationen und so waren zwar da, aber es passierte nichts. Kam aber nur einmal vor. Performance-technisch werden wir uns dann wohl noch bis Freitag gedulden müssen. Ich bin mal gespannt. Kann natürlich nicht schaden, auch mal die Nvidia und Asus-Treiber zu checken. So, hier sind wir einen Durchgang. Das Ding ist, wir sehen auch nie, ob wir in andere Gegenden kommen oder dergleichen. Und ich glaube, ich gehe jetzt hin und werde mit dem Betrunkenen reden. Weil ich eh, ich weiß noch nicht, wo das Beide-Flachland ist. Ah, deswegen suchen wir mal den Betrunkenen. So. Findet einen Weg auf Distanz. Ich glaube, das geht Hand in Hand. Genau, das ist die Hauptquest. Da oben müsste es sein. Direkt am Wasser. Genau, sie überlappen die sich, aber hier ist die Quest. So, dann gehen wir mal dahin. Vielleicht können wir zwischendrin noch mal ein bisschen kämpfen. Ich vermute, dass wir vielleicht auch erstmal den Ort befreien müssen von dem Joch der Fatariden. Damit wir dann auch uns frei bewegen können, raus können und so Geschichten. Das sieht auch sehr geil aus, diese Kathedrale hier. Und gucken wir mal noch beim Waffenhändler vorbei. Eisenfaust, wo ist denn der Schmied? Das ist da oben, nein, das ist da hinten. Hier gibt es nichts mehr zum Looten. Schmied lasse ich jetzt auch mal. Wir wollten noch ein bisschen kämpfen. Dazu müssen wir uns erstmal betrinken und mit dem Betrunkenen reden. Und zwischendurch ein bisschen Rotkraut einsammeln. So, wie können wir mit ihm reden? Wir haben einiges an Alt mittlerweile. Pumpen. Also nicht trinken. Elfenwein ist auch im Rahmen einer Zauberfertigkeit des Baden. So, hier, One Stack of Drunk. Kann ich aber auch noch nicht trinken. Vielleicht geht das über die Abilities hier. Nee. Nein, nicht. Also ich könnte trinken, aber kann es nicht wirklich. Sprechen wir nochmal mit ihm. Ja,
Vielleicht weiß der Kollege was. Der Hafenmeister. I know, I know. You want to sail. Well, so does everyone else. I want you to sail. But the Paladins have said that every... Genau, das hatten wir schon. Since all this... Ja. Try back tomorrow. Ich spreche ganz kurz mal mit den beiden. Ich klicke mich schnell durch. Genau, ist dasselbe. Und von denen haben wir auch die Nebenquest der Bruderwand. Okay. Wir befragen bei beiden das gleiche. Das ist natürlich doof. Das ist schon noch etwas, was ein bisschen störend ist, dass man auch die Nebenquests und Co., dass man die nicht so einfach verfolgen kann. Also ich verfolge zwar, aber auf der Karte, bis ich das angezeigt bekomme, jetzt hier für die Hauptquests, das ist gut, aber es ist nicht immer so, wie wir gesehen haben. Das hemmt so ein bisschen den Spielfluss. Auch, dass man keine eigenen Markierungen machen kann, ist etwas, was mir noch fehlt. Wurde aber auch schon als Feedback an die Entwickler weitergegeben. Also ich hoffe mal, dass da noch einiges kommen wird. Ich bin gespannt auf nächsten Freitag, ob dann auch pünktlich der zweite Patch kommt. Aber die Zeichen stehen zumindest mal auf gut. So, ist das die Anzeige der Quest oder ist es nochmal die Anzeige? Aus der Quest mit der grünen Zauberin, bei der wir Janais Gesang gelernt haben. Aber von der Anzeige war das nämlich auch hier in dem Haus, sollen wir mal sehen. Genau, das Ding können wir schon öffnen, das wissen wir. Genau, tun wir auch mal speichern. Oh, dann gehen wir wieder zurück nach Scarabrain, gucken uns da ein bisschen um. Also im unteren Teil. Und ich werde die Episode nicht beenden, bevor wir nicht wenigstens einen Kampf gemacht haben. Wir haben in der letzten Episode gesagt, in dieser Episode werden wir ein bisschen Abenteuer erleben und Kampf und hast du nicht gesehen. Jetzt sind wir oben erstmal rumgegurkt. Und haben keine der Nebenquests auch nur ansatzweise erledigt. Ändert nichts. Ich hatte vorhin kurz die Reviews erwähnt. Ich habe bei der Bard's Tale 4 habe ich auch schon eine Review geschrieben. Habe aber auch deklariert, dass ich aufgrund der wenigen Spielzeit bis zur Review auch nur erstmal so einen Ersteindruck geben kann von dem, was ich jetzt empfinde bei der Bard's Tale 4. Ihr, die jetzt schon die Episoden hier gesehen habt, ihr wisst ja Bescheid, wie ich drüber denke. Aber das habe ich halt eben noch in einem Video verpackt. So, dann gehen wir mal dahin. Guck mal, mittlerweile können wir jetzt zumindest auch diverse magische Geschichten öffnen. Luggles the size of saucepans and the poor thing's deaf. I'm not deaf, you loony. I just didn't hear you. It really is a terrible shame. Aye, it really is. So, was ist das da drüben? Ja, wie sie ihn aufzieht. Und auch schön zu sehen, dass die angeheuerten Söldner auch zumindest mit den anderen Gruppen, die dann interagieren. So, wir kommen zu dir. Geheimnisse für Geheimnisse. Vielleicht hier rum und dann irgendwie außen rum.
Irgendwas zwecks Endtagen sehe ich mal nicht. Okay, erkunden wir noch einmal mal den unteren Teil von Scarway. Soweit es uns möglich ist. Schade, da kommen wir so wenigstens nicht drüber. Da unten wandern will ich nicht. Ich gucke uns doch mal hier oben rechts, oben links um. Ah, klasse, sie haben es gepatcht. Jetzt sind die Dinge, die man schon gelootet hat, jetzt glänzen jetzt nicht mehr. Opfergabe darbieten. Was wollen wir denn als Opfergabe darbieten? Das Beil. Wie geht ihr nicht? Was geht dann? Geht auch nicht. Das wird nicht angezeigt. Ah. Okay. Nochmal. Eins. Zwei. Okay, es passiert aber nichts. So, er glänzt noch, obwohl er schon gelootet worden ist. So, jetzt kommt es zumindest mal zum Kampf. Jetzt haben wir noch einen Baden mit am Start. Und ja, wunderbar, ich kann da auch mit dem Tastenkürzel durchschalten. Ah ja, geil, okay. Ich kann die Getränke, die ich jetzt hier drin habe, dann auswählen. Also ich gehe auf Trinken und dann will ich außer Wasser trinken. 3 Spellpoints und 4 Stacks of Junk. Jedes Mal, wenn euer Bard etwas trinkt, wird er ein wenig betrunken. Übersteigt die Trunkenheit seine Intelligenz, bekommt einen kurzen Stärkeschub, bevor er umkippt und ist eine Runde lang betäubt. Der Effekt wird auch beim Status-Effekt betrunken angezeigt. Bitte trinkt verantwortungsvoll. Okay, übersteigt die Trunkenheit seine Intelligenz. Okay, es wird auch schön angezeigt. Stacks 4, Intelligenz 7. Also mehr saufen lassen wir jetzt nicht. So stark am Überlegen, wie ich überhaupt angreife. Nicht in Reichweite. Okay, muss man merken, er muss weiter vorne starten. Ich denke, es wird auch eine Weile dauern, bis ich da eine gescheite Rota drin habe und die Gruppe aufeinander abgestimmt habe. Auch gerade was die Fähigkeiten angeht, berücksichtige, was sie an Passivs alles so tun können und interagieren können und Symbiose angehen können. Aber da geht schon einiges. Und ich lese mir natürlich auch durch, was so die anderen so berichten, was sie so treiben. Und da geht doch viel Interessantes. Ja gut, da habe ich den Mentalschaden schon verbraucht. Das ist zum Glück nur 3. Muss sie definitiv beim Kanalisieren hindern. So, den Chow holen wir nach vorne. You
can't see me. Yeah. What are we doing? Okay, also solange ich die Haltung aktiv habe, kann sie als Bardin auch nicht angreifen. Tell me what you need. Hi. Das weht. Was auch interessant ist, was ich festgestellt habe, wir haben ja, weil die einzelnen Skills haben einen gewissen Grundschaden, aber sie können natürlich auch kritisch treffen. Und wenn jetzt ein Gegner, sagen wir mal, 12 HP hat und ihr aber eine Fähigkeit auslöst, die 10 Grundschaden auslöst, oder 10 Schaden macht, dann wird bei dem Gegner angezeigt, dass er stirbt, wenn ihr diesen Angriff macht, weil offenbar schon dann errechnet worden ist, dass auf jeden Fall kritisch getroffen wird. Also ich kann mich auch täuschen, aber ich habe das jetzt schon 2-3 Mal gesehen, dass ich mit einer Fähigkeit angegriffen habe, die nicht aus einer Haltung oder einem Buff heraus verstärkt war und nur in der Anzeige nur der Grundschaden angezeigt worden ist und sie aber eigentlich höher lag. Ich hoffe, man kann dem folgen. Das werden wir auf jeden Fall mal in einer der zukünftigen Episoden einfach verifizieren und testen. Ich werde definitiv mal noch schauen müssen, wie ich die Fähigkeiten dann der Gruppe nochmal aufeinander besser abstimme. Denn das aktuell ist es natürlich erstmal aus der neuen Zusammenstellung heraus entstanden. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass das jetzt schon irgendwie Hand und Fuß hätte. Also in schweren Kämpfen könnte das schwierig werden, deswegen gucken wir uns das auch mal genauer an. Vielleicht mache ich das auch zwischen den Episoden und berichte dann in Kurzfassung. Danke fürs Reinschalten, The Bard's Tale 4 Barrows Deep.